Über den Echo Trail zu laufen, ist ein unglaublich beschwingendes Gefühl. Man merkt so richtig, dass man auf einem Naturboden sich bewegt, fast wie auf Gras, plus noch etwas schwebender dadurch, dass die Holzpaletten etwas ins Schwingen geraten mit jedem Schritt. Also es ist ein unheimlich schönes Gefühl, hätte man nicht erwarten können eigentlich. Die Gartenschau Neckarblühen in Horb 2011 hat ja für die gesamte Stadt eine besondere Bedeutung. Zum einen machen wir hier Stadtentwicklung auf hohem Niveau. Das heißt, wir bauen dauerhaft die Stadt an sehr wichtigen Punkten um. Und dann schaffen wir es, wenn Sie sich umschauen, direkt am Neckar, den Neckar wieder zu renaturieren. Und deshalb ist es auch schön, dass dieser Eco-Trail jetzt direkt neben dem Neckar liegt, weil ein renaturiertes Neckarufer und zusammen mit diesem ökologisch wertvollen Bodenbelag, das ist eine Symbiose, die ist hervorragend. Die Grundidee von den Passareco-Elementen sind die Zwischenräume. Zwischenräume für die Natur. Gras wächst durch, Wasser fließt weg. Wir suchen aber auch Zwischenräume in der Herstellung. Menschen aus Arbeitsbeschäftigungsprogrammen oder Sozialwerkstätten können diese einfachen Elemente produzieren. Wir suchen aber auch weitere Anwendungen der Resthölzer, die in den Sägereibetrieben anfallen, denen im Zusammenbau von neuen Elementen ein neues Leben zu geben. Wir schlagen hier im Privatwald Gräf Holz vor allem in Durchforstungen. Bei uns wird nur so viel Holz eingeschlagen, wie nachwächst. Das ist die forstliche Nachhaltigkeit. Es wird auch keine Kahlhiebe gemacht, sodass hinterher man dem Waldeich nichts ansieht, dass eigentlich das Holz hier genutzt wurde. Für mich war es völlig neu, dass man Holz und Dachlatte auch für die Wegebefestigung und die Parkplatzbefestigung benutzen kann. Und es ist natürlich toll, wenn unser Holz hier direkt in Horb dann wieder regional verbaut wird. Das komplette Holz wird nicht weiter wegverkauft oder ins Ausland, sondern bleibt alles hier in der Region. Es gibt hier sehr viele Sägewerke, unter anderem im direkten Bereich hier in Heiderbach. Und das eben aus der Region, die Transportwege sind dann eben relativ kurz. Ja, und hilft uns natürlich auch, hier den Wald zu bewirtschaften. Es ist toll, dass wir hier nicht nur für die Stadt Horb regional, sondern den Auftrag in Lizenz für ein Schweizer Unternehmen machen. Und das freut uns besonders, dass wir als kleine Schwarzwaldwerkstatt auch international somit tätig sind. In der Schreinerei haben wir normalerweise leider Kleinaufträge, wenig Stückzahl. Und dieser Auftrag ist für uns eine doch tolle Serienarbeit. Wir haben über 50.000 einzelne Latten zu bearbeiten, über 100.000 einzelne Distanzrondellen und dann noch eine Montage hinterher. Und das alles in viele, viele einzelne Schritte aufzuteilen, wo Menschen auch mit starker Behinderung dran arbeiten können, auch wenn es nur ein kleiner, einziger Schritt ist. Das macht die Arbeit so wertvoll, dass viele einzelne Schritte notwendig sind, um dann das komplexe Große dann zusammenzubauen.
Ja, da muss man wissen, die Länge, dass das passt, weil sonst ist entweder zu viel Spannung drauf oder dass sie zu locker sind. Nicht alle Schnüre sind zum Beispiel gleich. Ich nehme an, dass das mit dem Material, was drin ist, zusammenhängt. Ja, doch, ist interessant. Sind ja mehrere Vorgänge, sieht man schon, was draus wird. Ein Weg, was ich weiß, soll das geben. Und deswegen zwischen die Rillen kann dann Gras durchwachsen. Als unsere Betreuten das Muster gesehen haben und wir dann ihnen erklärt haben, was wir an diesem Rost alles machen, dann waren sie ganz gespannt und haben dann gesehen, als das immer breiter wurde in der Schreinerei, sie tragen hier einen Teil dazu bei, jeder Arbeitsschritt, dass ein Ganzes fertig wird. Und für unsere Leute hat es eine sehr hohe Motivation, wenn sie dann das fertige Teil auf dem Boden dann sehen, wo man dann drüber läuft. Und somit freuen sie sich eigentlich jeden Tag, wenn sie morgens kommen und an diesem Auftrag arbeiten. Und es gibt Erfüllung, es gibt Freude. Auch unseren Meistern, die hier die Arbeit organisieren, wenn so viele Leute an diesem Produkt arbeiten, ist auch für sie das Leben einfacher. Sie müssen nur noch organisieren, müssen das Ganze schauen, dass alles gut wird und gute Qualität dann rauskommt. Es gab Jahre, da hatten wir wenig Aufträge, wo wir mit Holz zu tun hatten, immer mehr mit Kunststoff oder Montagearbeiten. Und von daher ist es natürlich jetzt schon ein Vorteil für uns, wenn wir wieder was mit Holz machen können, weil wir haben ja schließlich auch das nötige Equipment dafür. Von unserem Zulieferer, vom Sägewerk, bekommen wir die Latten und die Rondelle und die Bearbeitung, die wird also größtenteils noch bei uns gemacht und reicht die komplette Montage. Und so geht das Produkt dann direkt an den Kunden, das ist die Stadt Haub. Auf der Suche nach einem attraktiven Weg auf dem Südufer für unsere Gartenschau-Besucher sind wir über das Büro Hage aus Zürich auf diese Lösung EcoTrail gekommen. Wir haben uns mit dieser Lösung angefreundet, weil es eine sehr temporäre Lösung ist, die zum einen relativ einfach aufs Gelände aufzubringen ist, ohne Schäden zu verursachen, die genauso einfach wieder entfernt werden kann, die den Vorteil hat, dass sie danach für andere Veranstaltungen, für andere Nutzungszwecke benutzt werden kann. Und was jetzt bei uns noch eine Besonderheit ist, abgesehen davon, dass es dann hier bei uns das erste Mal temporär auf einer Gartenschau zum Einsatz kommt, wo solche Fragestellungen öfters auftauchen. Wir haben das in einer Kooperation mit der Schwarzwaldwerkstatt gemacht, also einer Behindertenwerkstatt, die diese Roste dann in Lizenz erstellt hat, sodass das insgesamt eine sehr runde Sache mit diesem Holzweg ergeben hat. Was weiterhin noch eine schöne Nebeneffekt mit dieser Arbeit einhergeht, ist, dass unsere grüne Gruppe im Frühjahr diese gefertigten Roste dann auslegt auf der Wiese. Und da sind auch circa 2 Wochen lang 4 Menschen mit Behinderung beschäftigt, die unter Anleitung von einem Gruppenleiter diese Roste in richtiger Weise verlegen und befestigen. Bei der Wahl des Materials und der Elemente waren noch 2 Aspekte wichtig. Einmal, dass es auch rollstuhlgängig ist. Also das war ein entscheidendes Kriterium, was also bei Chaussierung auch nicht immer der Fall ist. Und wir wollten gerne Elemente haben, die eine gewisse Biegung des Weges auch ermöglichen. So wurden dort 10 Gradwinkel entwickelt, sodass der Weg, den wir hier jetzt bauen, nicht nur als gerader Weg durch die Landschaft läuft, sondern leicht geschwungen auch ist. Man kann es sowohl bei der Baustelleneinrichtung, aber auch für Veranstaltungen, für
Zelte, kleine Feste, Sitzplätze verwenden. Passareco stellt neben Fußwegen auch Parkplätze her. Wir sind auch spezialisiert für Wander- und Fahrradwege. Ein weiteres Feld sind spezielle Landschafts- und Gartenarchitektur. Nachhaltigkeit ist bei uns in der Stadt sowieso ein großes Thema. Deshalb haben wir uns auch hier für diesen Eco-Trail entscheiden können, weil zum einen Holz ein nachwachsender Stoff ist, das ist offensichtlich. Zudem hier im Landkreis auch gewachsen und dann noch montiert und hergestellt. Also all das spricht eigentlich dafür, dass man sich für dieses Produkt entscheiden will. Und zudem glauben wir, dass wir durch die Modulbauweise es immer wieder einsetzen können. Also wir haben so viele Veranstaltungen, die hochattraktiv sind in der Stadt und die eigentlich nach diesem schwingenden Bodenbelag förmlich schreien. Dementsprechend glaube ich, dass wir immer wieder auf diesem Belag gute Erfahrungen machen können.